Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielraum Top 5. Mein Name ist Christoph Postel, bei mir Patrick Portele, Matthias Hauser. Servus. Und wir, wie die Muppets. Und wir reden heute Kermit. Über... Ich bin Stettler. Ist jetzt die zwei Alten. Ja, das wir ist sprechen heute... Ich bin Stettler. Über die Top 5 Human Creatures. Und zwar, die Humans haben ja... Also so effektiv seit Innistrad so einen richtigen Tribal-Push bekommen, also seit dem ersten Innistrad. Es gab vorher aber auch schon ziemlich gute. Aber vor wir werden haben sie sehen, viel im Nachhinein errattert, dass die jetzt auch Humans sind. Und wir werden auch sehen, dass bei unserer Top-5-Liste 3 vom originalen Innistrad-Block dabei sind. Also der hat guter Menschenblock das Human-Thema schon nach vorne gepusht. Diesmal beginnen wir mit den Honorable Mentions. Jeder von uns hatte ein paar, die er gerne oben hätte. Ja, Knight the Reliquary. Finde ich, ist ein Human, der durchaus in Standard viel gemacht hat, der in Modern viel gemacht hat und noch macht und der in Legacy noch immer mehr in der ein Deck gemacht. Also, ja. Also in Legacy wahrscheinlich ja, am besten. Ja. Formaten. In Modern halt auch immer wieder mit diesen blauen Enchantment auch dabei war. Also finde ich eine coole Karte, hätte durchaus rauf schaffen können, nach meiner Meinung. Tröste aber dich, Patrick, es wird auf der Top 5 Ritterliste sicher einen Platz dafür geben. Ich weiß gar nicht, ist ein Knight auch ein Knight? Ja, er ist Knight of the Reliquary. Das ist, heißt gar nichts. Heißt ich gar nichts. Ich sehr viel darauf, dass der auch ein Ritter ist. Wahrscheinlich. Der ist ein Ritter, ja. Was wir noch hatten, da haben wir uns dagegen entschieden, dann Jace Frins Prodigy, weil er einfach halt flippt und ein Walker ist. Wir haben dann gemeint, ja, ist zwar ein Human, aber... Aber eigentlich ist er ein den Planeswalker. Den lassen wir mal außen vor, weil er ein Planeswalker ist. Was wir noch gehabt haben, ist Grim Lavamancer. Weil der doch so lange dominant gewesen ist, beziehungsweise immer auch noch gespielt wird in Modern. Wird immer gespielt, ja. Sowohl in halt Modern und Legacy und teilweise sogar mit den Mox Monkeys in Vintage. Es ist halt Eternal Witness habe ich eigentlich ganz cool gefunden, aber ist halt vielleicht zu fringe, aber ist halt auch in vielen Formaten immer gespielt worden. Ja, Witness gibt es halt in vielen Decks und da ist sie wichtig, ja. Aber halt ja, leider zu wenig. Und Monastery Mentor, ich hätte gerne Monastery Mentor oben gehabt, aber auch nicht geschafft. Die Burschen haben es halt gesagt, eben in Legacy, in Miracle und in Vintage ist halt leider doch zu wenig. Ja, vor allem, weil er halt für Standard auch gehypt gewesen ist, aber sich in Standard halt nie durchgesetzt hat. In Standard hat er gar nichts gemacht, in Modern hat er auch in Mehrheit wieder gar nichts gemacht. Ja. In Legacy hat er halt das Miracle-Stack verbessert, aber war nicht einmal einheitlich als ja, genau. Die Winning Option anerkannt. Also, Genau. Ich meine, in Vintage ist er die beste Kreatur, aber ja, Vintage ist er absolut gestört. Darum jetzt auch bei unseren Honorable Mentions dabei. Ja. Gut, dann beginnen wir mit. Das war's von den Top 5 Honorable Mentions. Der Nummer 5, der ersten Karte aus dem originalen Innistrad. Talia, Guardian of Traben, was auch immer. Traben, weil es ist ja eigentlich ein europäisches Plane Innistrad. Ist wirklich so, ist so. Ist der deutschen Märchenkultur nachempfunden, das meiste. Ja. Einer von uns hat sich mehr mit dieser Lore beschäftigt als andere. Das kann sein, ja. Einer ist vielleicht ein Innistrad-Fanatiker. Eine Legendary Creature, Human Soldier, 2-1, ein weißes, ein farbloses, hat First Strike und bis jetzt sag mal sehr okay. Relevant, sehr relevant. Und nicht Kreaturen, Spells kosten ein farbloses Mana weniger. Ja. Ja. Die Taxing Ability ist es halt. Nicht weniger, mehr. Genau, ist halt im Endeffekt ein super Hatebear und hat auch diese Hatebear-Decks natürlich weit nach vorne gebracht. Ja. Ja. Und gerade auf so einem Early Drop ist der First Strike sehr relevant. Man denkt sich immer so, ja, 2-1, aber mit First Strike, die haut schon ordentlich hin. Es ist nämlich aggressiv. Halt, also du bist nicht das Taxing-Deck, das halt langsam ist, sondern du bist halt aggressiv. Und du verlangsamst halt den Ras und wie man das sehen, also ich habe mit der Karte begonnen zu spielen. Kurve legen und mit der Karte begonnen zu spielen in Standard, eben dieses Hunted Humans. Und das war halt damals Champion of the Parish, into Talia, into Fiend Hunter und normalerweise gewinnst du dann. Mhm. Ja. Und genau dasselbe in Modern eben, im grün-weißen Hitbear-Stack, im Death and Texas Deck. Legacy. Und hat sogar nach Vintage geschafft. Das Talia Parfait Deck war eine Zeit lang eines der stärksten
war gestört. Das ist eine gute Karte. Ja, weil du halt früh spielst und alle Moxe kosten dann auf einmal ein Mana, ist halt auch schon zum Brechen. Ja. Ja. Nimmst halt eine Hand mit 14 Länder hast genau, du. Genau. Ja. Ah ja, eben eine Mana. Ein Land, zwei Mox. Na super ja. Hand, ja. Ich glaube nicht. Passt dann ein Stalia Go. Wieder schauen. Kannst du mal die ersten Runden brauchen, deine Mox zu spielen. Ja. Also ist, auch wenn man zum Magic spielen beginnt, ist die Karte eigentlich eher unscheinbar. Mhm. Aber wenn man dagegen spielt mit dem Control Deck oder mit dem richtig, wenn man dann langsamer Magic spielt, weil die Gegner Talia liegen hat, leck dann mich, wirklich. Der Lightning Bolt für 2, der ist nicht mehr standardlegal. Der nächste Herr. Nummer 4. Dark Confident. The Great One. Ein ja. Human Wizard. 2-1. Ein schwarzes, ein farbloses. Zu Beginn deines Upkeeps zeigst du die oberste Karte deiner Bibliothek her und nimmst die in deine Hand und du verlierst so viel Leben, wie die Karte Converted Mana Cost hat. Ja. Muss mir gestehen, er war hart diskutiert, weil er jetzt momentan ein bisschen out of favor ist. Also in Modern hat er ja. aus den Jund- und Absan-Decks rausgefallen und so. Weil aber alles fetter wird halt. Ja, oder das halt. Derzeit alles fetter. Ja, aber wenn man bedenkt, dass er in Standard gespielt wurde damals, zusammen mit 7 Mana-Spells im Deck, weil er halt so gut war und man gesagt hat, die, weil keine Ahnung, Prozente, wo ich das hitte und deswegen dann sterbe, ist okay, weil die anderen Prozent gewinne ich einfach deswegen, ist halt einfach. Ja, und oder in Legacy und Vintage. In Vintage wird er mit Blightsteel Colossus gespielt. Ja. Also und auch heute noch, jedes Mal, wenn wir so eine neue Karte haben, die irgendwie so Kartra drauf hat, vergleicht man es mit Dark Confident, weil er einfach sie ist probieren ja immer wieder in Schwarz oder Rot jetzt auch so ähnliche Effekte zu bringen und es kommt einfach keine Karte hin. Nein. Einfach auch, weil es halt auch eine Kreatur ist. Ja. Also, dass du deine Card Advantage auf einer Karte hast, die einfach auch gleich mal angreifen gehen kann, ist einfach so relevant. Obwohl beziehungsweise auch, wenn quasi die Downside zu relevant wird, dann greifst du halt die Gegner an, nervst sie und irgendwann einmal blockt er sie halt. Genau. Oder du kannst halt die Gegner schon blocken. Und es ist auch oft, dass man dieses Game hat, weil mein Gegner ist jetzt auf wenig Leben und hat einen Dark Confident, lasse ich ihn jetzt leben, damit er Dark Confident ihn vielleicht killt, deswegen kann ich nicht angreifen, weil dann müsste er mit Jump blocken nehmen, aber selber die 2 Damage, das ist ja dann, da gibt es ja diese Zusatzgames, die dann oder entstehen. Oder zieht er jetzt genau die relevanten Karten. Genau, da zieht er jetzt eh wieder Land und dann die relevante Karte, das ist halt, Also ich, meine Ding ist, bringt den Confident immer um, weil wenn der Gegner auf 4 Leben ist, dann revealt er einfach Land, zieht eine gute Karte. Obstinate Barlot, Land, Obstinate Barlot, hat 8 Leben, hat 10 Leben und dann kommt erst wieder irgendwie was Relevantes. Also ich schieße den mittlerweile sofort ab. Ja. Das ist das erste Target, wenn ich ein Removal Spell habe und der liegt am Tisch. Außer die Dahlia liegt daneben, schieße ich zuerst die Dahlia ab und dann da kommt wieder. Ansonsten, ja. Nummer 3. Die Matthias seine Lieblingskarte. Noble Hierarch. Human Druid 01 kostet ein grünes Mana, hat Exalted, das heißt, wenn eine Kreatur angreift, eine Kreatur alleine angreift, kriegt es +1/+1 bis zum Ende des Zuges und man kann ihn für grün, weiß und blaues Mana tappen. Ja, war bis Return to Ravnica die beste Bird-Variante, finde ich. Bird-Elf-Variante. Für alle, die überlegen, dann ist Deathrite Shaman gekommen, aber. Achso. Ja. Der ist gebannt halt. Sehr bis dahin. Definitiv der beste grüne Einser-Drop. Jetzt ist halt Deathrite Shaman, aber trotzdem, also Deathrite Shaman gebannt, aber auch in Formaten, wo Deathrite Shaman legal ist, wird Noble Hierarch auch gespielt. Ja. Nein, es ist in Legacy ja gerade das Band Black Deck mit 4 Deathrite Shaman und mindestens 3 Noble Hierarchen. Ja, also es wirkt so unscheinbar, dieses eine angreifende Kreatur kriegt +1/+1, aber das ist einfach so insane. Ja. Das macht die Karte einfach so gut. Also auch die Infect-Decks, die quasi diesen Pump-Effekt on a Stick haben, war einfach der Mainstay. Also vor allem, wenn du auch gesehen hast, die Infect, also die Pros, die Infect gespielt haben, die dann Glisterne Elf auf der Hand haben und Noble Hierarch und immer den Noble Hierarch zuerst legen. Ja. Es ist halt einfach wichtiger, weil das Mana developen ist halt auch gerade in so einem Deck, wo du halt auch weniger Länder spielst, ja auch sehr relevant. Und er ist natürlich in jedem Format, wo er gespielt legal war, halt immer gespielt worden in den grünen Decks. Und der wird heute auch noch immer überall gespielt. Ja. Er ist sicher super. Trotzdem meines Erachtens nur Platz 3, weil die 2 drüber sind besser. Jetzt erzähle ich euch noch ich hätte ihn ja noch höher gehabt. Eine schöne Story zum Noble Hierarchen. Und zwar mein Noble Hierarch-Moment. Ich sitze Top 5 Noble Hierarch-Moment. Ich sitze bei einem, was war das? Ein PPTQ Top 8. Und habe wenig überraschend das Retreat to Coralheim Deck gespielt und spiele gegen einen Snaring Bridge Deck.
Und der Gegner freut sich und freut sich und freut sich. Und ich meine, du Heisel, jetzt gebe ich da Retour. Nobelhierarch, Nobelhierarch und Kasali Bright Mage. Und er denkt sich, was die, ja, und legt die zweite in Snaring Witch. Denkt, weißt du was? Scheiß ich doch auf dich, greife mit Nobelhierarch an jede Runde 3 Damage. Bis ich aber das Spiel gewonnen habe. Ich. Der gute alte Nobelhierarch. Ja, sehr relevant. Aber immer noch geil. Im Modern. Ja. Sicher. Also, das ist mein Nobelhierarch-Moment. Ich war sehr stolz auf mich selbst. Exalted ist eine geile Mechanik. Ja. Gehen wir zum nächsten, nach dieser wunderschönen Geschichte. Ich habe auch ein paar Geschichten, Delver-Geschichten. Delver of Secrets, der zweite Herr aus Innistrad, aus dem originalen Innistrad diesmal, ein Human Wizard, 1-1, kostet ein blaues. Und zu Beginn deines Upkeeps schaust du dir die oberste Karte oder deine Bibliothek an und kannst sie vorzeigen. Wenn es ein Instant oder eine Sorcery ist, flippt der Delver. Und wird, also du transformierst ihn und er wird ein 3-2er Flyer. Ja. Hätten wir eigentlich uns überlegen können, den zum Insekt zu geben. Top 5 Insekten. Ja. Glaube ich, gewinnt er auch easy. Wahrscheinlich. Ich glaube auch, ja. Wahrscheinlich. Ja, ich meine, über Delver muss man ja fast nichts sagen. Ja, ich meine, jedes Format, wo er legal war, hat er eine Zeit zumindest dominiert. Ja. Legacy dominiert er immer wieder. Legacy dominiert er momentan wieder. Nachdem Miracles halt ein bisschen ein Vakuum hinterlassen hat, hat man es beim letzten Grand Prix auch gesehen in Las Vegas, war was in der Top 8 5 Delver-Varianten oder du so. Du kannst halt alle Delver-Varianten spielen in Legacy. Ja. Genau. Und ich kann mich erinnern, Standard damals habe ich ihn eigentlich nicht so gut empfunden. Ich kann mich noch erinnern, genau, weil da habe ich Delver lange Zeit nicht gespielt. Weil immer, wenn ich ihn gespielt habe, hat er nie mehr mir geflippt, nicht wo angepisst. Ja, die Sache ist gerade, dass gerade in Standard die Spells halt einfach schlechter sind als in den alten Formaten. Genau, obwohl anno dazu mal die Spells halt noch wirklich gut waren, weil das war ein Format mit Gitaxian Probe, mit Swordscour. Es war gerade der Breaking Point, wo die Spells noch gut gewesen sind. Ja. Und es war, also es waren 4 Delver, also das Deck, das ich gespielt habe, 4 Delver, 4 Geist, 4 Restoration Angel, das war das Deck. Mhm. 3 und diese Rune Chanter Spike, geile Karte auf den Delver drauflegen und grüß Gott, weißt du, wie schnell das vorbei war? Ja, Swordscour, willst du mich mit? Genau, ich will mich selber mit. Das war richtig gut. Jetzt muss ich noch eine Delver of Secrets Geschichte erzählen vom Grand Prix Madrid damals. Das Relevante dabei ist, mittlerweile sind die Regeln für Flipkarten ja anders. Ja. Früher war es so, dass die geflippten Karten immer Mana-Kosten 0 gehabt haben. Und es war Spiel um Tag 2, Mario Michlitz gegen unbekannten Gegner. Der Mario mit seinem Boros-Verschnitt-Haufen-Deck, wie auch immer. Und sein Gegner hat 2 geflippte Delver. Der Mario ist auf 6 Leben, hat 2 Goblin Guides draußen und legt eine Engineered Explosives seiner Zeit voraus schon auf 1 und nicht auf 0. Gibt den Turn ab, sein Gegner greift mit beiden Delvern ab, der Mario zündet die Engineered Explosives, killt seine beiden Goblin Guides und verstirbt mit beiden Delvern. Es war großartig, war richtig toll. Schönes Magic. Ja. Ganz schönes Magic. War einer meiner Favorite Magic Moments. Ja, richtig hilarious. Kill ich meine 3 Permanents, sterbe ich. Passt. Danke. War richtig geil. Ja, wenn man nicht mehr will, dann macht man es mit Steel. Ja, das ist richtig. Der hat einfach schon prediktet, dass die Regeln geändert werden und der Delver auch mal 1 kosten wird. Na gut, beim Grand Prix, kann es halt passieren, wenn du zum Tag 2 spielst, du bist nervös und du hast 2 geflippte Delver und die innere Anspannung ist groß. Vor allem, es ist ja, ich meine, der Grund, warum sie es geändert haben, ist halt, weil es nicht offensichtlich, also einerseits ist es offensichtlich, dass die Karte halt oben in der Ecke nicht stehen hat, folglich muss es 0 sein, aber auf der anderen Seite war es damals schon den Leuten auch klar, dass es halt eigentlich das permanent von der anderen Seite noch immer ist, nur halt umgedreht, So, die Nummer 1, der dreht sich nicht um, aber der zahlt Sachen aus Graveyard aus. Nummer 1, der beste Human. Die beste Ambush-Viper. Die beste Ambush-Viper, ja. Der beste Human, der geprintet wurde in der Geschichte von Magic the Gathering. Snapcaster Mage. Human Wizard 2-1, ein blaues, ein farbloses, hat Flash, wie die Ambush-Viper. Und wenn Snapcaster das Spielfeld betritt, kannst du einen Instant oder Sorcery in deinem Friedhof targeten und dieser Instant oder diese Sorcery haben bis zum Ende des Zuges Flashback. Ja, wobei Flashback gleich einen converted Mana-Kosten ist. Genau, richtig. Also normale Mana-Kosten ist so nicht converted. Ja, ich meine, Snapcaster halt, ja. Ja. Ich würde es gerne. Ich ist blau, was ist? Wo sind deine Snapcaster-Matches? Es gibt kein blaues Deck ohne Snapcaster, doch mehr Erfolg, aber.
Ja. Auch nur, weil er ein Human Wizard ist und kein Human Mehrfolk. Gott sei Dank, an der Stelle würde er Mehrfolk auch. Ja, du hast gar nicht so viel zum Flashbocken. Wecken mehr. Flashbocken. Na, Vapor Snake würde ich schon nehmen. Piu. Ja, Snapcaster ist insane Karte. Wegen Snapcaster gibt es Modern Control. Hm. Ohne Snapcaster gäbe es kein Modern Control. Nicht in der Form. Meine Meinung. Snapcaster, es gibt vielleicht irgendein Tap-Out-Control, aber kein Counter-Control. Ich meine, Snapcaster ist halt so eine starke Tempokarte auch, muss man jetzt dazu sagen. Und ich meine, warum gibt es Grixis Death Shadow? Wegen Snapcaster. Hm. Ja. Sonst, warum spielt man sonst blau im Deck? Das Milen ist... Ja, wozu spielst blau? Du spielst blau wegen Snapcaster, ja. Ich meine, die Karte ist zwar nett, aber das ist in Modern zum Beispiel eh nicht so toll. Hm. Aber Snapcaster ist halt super. Ja. Snapcaster ist das Beste. Ist halt so. Ja. Ist halt so. Also ich beginne, wenn ich mir Decks baue in Modern und die sind nicht... Oder ich baue blau, dann beginne ich mit vier Snapcaster. Snapcaster. Wobei man schon sagen muss, ab und zu ist es auch falsch, vier zu spielen. Ja, ab und zu muss man halt schon auch 2-3 nur spielen. Kann aber schon sein, aber ich glaube... Null spielen ist meistens auch ganz falsch. Ja. Das ist es halt. Meistens ist Null spielen falsch. Ja. Das spricht das ist, weil du halt... Snapcaster gibt dir so viel Reach, weil jeden Spell, den du schon gespielt hast, kannst du wiederverwenden. Ja. Dann Friedhof wird halt... Friedhof ist halt die ärgste Toolbox auf einmal, ja. Wegen Snapcaster sind Karten wie Sautskauer stark. Ja. Sautskauer auf dich selber halt. Ja. Absolut. Beziehungsweise auch diese Decks, die dann so One-Off-Spell spielen, so ein Harvest Pyre und sowas. Weißt halt mit dem Snapcaster auf einmal... Ja, du kannst es wiederverwerten. Davon. Ja. De facto im Deck aus. Und Snapcaster, im Endeffekt, wenn du sagst, du spielst, also als Control-Spiel, du spielst zwei Verdicts in Modern, dann spielst du effektiv mehr Verdicts. Ja. Und du musst dein Deck nicht mit den Verdicts zuranzen, sondern du sagst, okay, du hast vier Snapcaster. Du hast einmal eins gefunden, dann und jeder Snapcaster kann jetzt auch ein Verdict sein. Und du holst das wieder retour. Das heißt, du spielst... Darum kannst du deine Decks auch anders bauen im Moment. Plus halt auch wirklich, weißt du, wir scherzen drüber, aber Ambush Viper ist halt auch eine Karte. Es kann schon noch einmal einfach 2-1. Jump Block. Oder Attack, halt. Ja, natürlich, ja, beides. Genau. Oder halt Planeswalker Pressure und solche Geschichten. Ja, das war damals im Standard. Da war ja Rest in Peace legal, Innistrad Ravnica. Mhm. Und ich habe ein besagtes Deck gespielt mit Delver Snapcaster und Geist of Sandraft und der Gegner spielt halt Rest in Peace und was macht der Snapcaster? Scheiß drauf, Gegner spielt Turn 2 Rest in Peace, ich spiele Turn 2 End of Turn 2 Snapcaster und fetch mich einfach mal für 2. Go to town, ja. Habe ich auch schon gewonnen, Spiele einfach, weil die Leute halt sich so hart auf den Graveyard und auf den Delver konzentrieren, der Snapcaster hat wieder gestoßen. Das ist halt eine Kreatur. Das ist, sieht man ja bei, also der Delver hat jetzt sonst keine Utility, aber die anderen sind alle, du hast über die Stats hinaus einfach Utility bei diesen Karten. Der Delver ist halt einfach ein Mann, eine 3-2. Ja. Fliegend. That's it. Aber alle anderen Karten auf der Liste haben alle über Karten die Stats sind hinaus. Sind ja eigentlich nicht wegen ihrer Power Toughness auf der Liste. Nein, richtig. Weil 2-1 ist jetzt nicht 2-1. 2-1 sind ja im Großen und Ganzen alle 2-1 oder 0-1. Ja. Aber der Delver ist halt quadratisch. Mhm. Also quadratisch. Fast quadratisch. Fast quadratisch. Quadratisch wäre 4-4. Okay, wir zeigen, das war's. Mehr gibt's gleich nicht zu sagen. Euch danke fürs Zuschauen, meine Herren, danke fürs Plaudern. Immer gerne. Postet vielleicht eure Top 5 Humans drunter. Interessiert uns auch. Ob ihr einen Honorable Mention vielleicht nach oben geschoben hättet oder überhaupt wir was vergessen haben. Ich meine, es gibt ja schon, Humans ist die größte Gruppe von Kreaturentypen in Magic, soweit ich das mich jetzt richtig entsinne. Das heißt, man kann sich sehr lange durch das ganze Thema arbeiten. Wir haben ja auch eine sehr lange Liste bei uns Diskussion gehabt, was so alles relevant sein könnte. Ja, und es gibt halt viel und man kann sich das schon anschauen von sehr vielen Blickwinkeln. Hall of Fame. Ja. Monastery Swift Spear. Jetzt gehen wir Agro. Ja. Oder in Sandler. Der Sandler ist so gut. Greenflayer. Gut. Ich entlasse euch mit dem Sandler. Ihr könnt schon mal liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal im Shop oder beim Video. Tschüss. Ciao. Ciao. Das Sandler. Das Sandler. Das nicht weißt du, wie sich das durchsetzt, auch das beim Sandler. FNM? Ja, die Leute sagen immer irgendeinen Scheiß.